Moin Lego-Freunde und Brickfilm-Interessierte. Heute zeige ich euch, wie ich die Rakete in meinem Film New Star Will Be Born zum Fliegen gebracht habe. Wenn ihr euch den Film nochmal anschauen wollt, dann klickt doch einfach oben rechts auf das i. Um das Schweben der Rakete im Weltall zu realisieren, habe ich mich für einen Lumakia entschieden. Den hat unter anderem schon George Lucas bei Star Wars verwendet. Ich habe ihn schon öfters verwendet, unter anderem auch in Ich glaube, er kommt. Und der Anfang. Der Lumakia ist vergleichbar mit dem Chromakia, also Greenscreen, Bluescreen Verfahren. Allerdings im Gegensatz zu dem wird nicht eine bestimmte Farbe rausgestanzt, sondern Bereiche mit einem bestimmten Helligkeitswert. Das Verwenden des Lumakia ist vor allem dann sinnvoll, wenn es einen starken Helligkeitskontrast zwischen Vordergrund und Hintergrund gibt. Also zum Beispiel eine Rakete, eine helle Rakete vor einem schwarzen Weltall. Diese kleine Rakete habe ich für meinen Film A New Star Will Be Born für den 24 Hours Animations Contest gebaut. Und ich habe hier dieses eine runde Teil verbaut mit diesen Löchern. Das brauche ich, um eine Halterung anzubringen. Eine Schiebehalterung sozusagen. Diese Schiebehalterung besteht aus einer Platte, einer schwarzen Platte, an der ich dann halt eben Lego-Technik Liftarme angebracht habe. Und ganz oben an den oberen Lego-Technik-Pin hier, da kann ich dann einfach die Rakete anbringen. Auf der anderen Seite der Rakete ist dann noch das Loch zu sehen. Das wiederum verschließe ich mit einer 1x1 runden Fliese in Weiß und diesem Lego-Pin, Lego-Technik-Pin, damit dieses schwarze Loch dort an der Seite auch dann verborgen bleibt. Die kann ich gut verschieben. Damit sie aber gleichmäßig sich in eine Richtung bewegt, brauche ich natürlich eine Schiene. Die habe ich realisiert mit einem ganz normalen Lineal. Das platziere ich dann so auf dem Schreibtisch, dass ich halt eben eine schöne Flugrichtung habe. Ich befestige das Lineal dann mit Kreppband auf dem Schreibtisch und kann dann wunderbar die Rakete an dem Lineal längs nach vorne und nach hinten schieben. Ich mache dann ein Foto, bewege die Rakete um zum Beispiel 3 mm vorwärts, mache wieder ein Foto, bewege die Rakete wieder um 3 mm vorwärts, mache wieder ein Foto, bewegt sie wieder um 3 mm vorwärts und so weiter und so fort. Das Keyen selbst mache ich mit der Videosoftware Apple Motion. Ich gehe aber davon aus, dass ihr den Lumakia oder vergleichbare Keyer auch in anderen Videoprogrammen findet. Nachdem ich nun jetzt die Rakete gekeyt habe, den Hintergrund rausgestanzt habe, den schwarzen Hintergrund, kann ich jetzt zum Beispiel den Globus hinten platzieren. Ich mache ihn noch etwas unscharf und fertig ist die fliegende Rakete. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreibe sie doch einfach unten in die Kommentare. Wenn du noch mehr Brickfilme und Making-ofs von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen, dich hier wieder begrüßen zu können. Tschüss und bis dann.